Willkommen zurück zu Let's Play Sly Raccoon. Und wir haben im letzten Part mal die schweren Missionen mit Murray hier in dieser Welt gemacht. Hoppla. Oh, Sly, du musst doch leise sein. Okay, zurück zur Sache. Wir haben die schweren Missionen mit Murray im letzten Part hier in dieser Welt gemacht. Und wir haben in der ersten Welt selbstverständlich Raleigh besiegt, sonst wäre ja schließlich nicht hier. Deswegen können wir heute endlich mal wieder mit Sly die ganzen Level machen, denn die finde ich wesentlich besser als die mit Murray. Und die sind auch nicht so frustrierend in der Regel. Knochengarten-Casino. Casino schreibt man übrigens mit C, Leute. Nicht mit K. Ist das etwa eingedeutscht worden oder was? Wow. Kann ich irgendwas großartig zerstören? Aber ich würde mal sagen, nö. Wie schade. Oh, doch, ich kann gegen den Schalter hauen, damit sie dunkel wird, aus welchem Grund auch immer. Oh je. Oh, bloß die ganzen Hunde mit Maschinenpistolen töten. Wir haben nämlich Bentley gehört. Dass Mugshot die ganzen Hunde mit den MPs auf mich loslässt. Hallo? Das ist ein Kinderspiel. Und da gehören keine Maschinengewehre da rein. Sag mal, spinnt ihr? Wollt ihr aber. Na, vergiss es. Sowas ist einfach nicht zu Kinderaugen. Voll der Angeber, echt. Und diese Maschinenpistolen sind auch nicht einfach auszuweichen. Das heißt, wenn die auf mich schießen, dann war es das eigentlich schon. Ein bisschen für Unruhe stiften hier, damit wir ein bisschen Geld aus dem Casino klauen können, wenn wir schon hier sind. Aber macht das bitte nicht in der Realität nach, denn sonst habt ihr nämlich die Polizei am Ohren halt. Und damit meine ich nicht die Carmelita Fox, sondern etwas viel Schlimmeres. Na gut, ihr landet dann ebenfalls im Gefängnis, aber ich glaube nicht, dass es euch so gut gehen wird wie Slidern, wenn er im Gefängnis landet. Ja, den Glücksbringer, den nehme ich auf jeden Fall mit. Und wie stelle ich das jetzt eigentlich an? Uah! Lasst mich in Ruhe! Die haben irgendwie eine Rakete geschossen. Doch, hier oben sehen die mich nicht. Und ich kann die jetzt von hier oben überraschen. Heya! Au! Och nö! Ich habe ja gar keinen Glücksbringer mehr. Mist. Dann müssen wir es eben nochmal machen. Aber das ist ja machbar. Solange ich mich nicht nochmal von den Hunden hier ärgern lasse. Oh, da kommen sie. Alter, laufen die schnell. Och, Mann. Das Blöde ist, dass meine Versuche zurückgesetzt werden, wenn ich eine Welt, besser gesagt, eine Speicherdatei neu lade, werden irgendwie meine Versuche zurückgesetzt. Das ist das, was ich ein bisschen blöd finde. Damit ich jetzt hier nämlich Game Over gehe, darf ich den ganzen Level von vorne beginnen. So, wenn ich keinen Checkpoint habe, ist das ja sowieso egal. Lauf! Ich laufe jetzt einfach mal an den vorbei. Die muss man ja nicht zwangsweise töten. Ist nur gut, wenn man Geld sammelt. So wie ich. Aber hier kriegt man halt so viel Geld. Das ist ja das Gute. Au, Backe. Deswegen brecht niemals in Casinos ein. Das könnte nämlich das Letzte sein, was ihr tut. Von euch, Heidi, töte ich jetzt hier unten. So wollte ich das eigentlich machen. Ich will kein Wasser. Ich will Sekt. Deswegen zerstöre ich aus Wut einfach eure Wasserflaschen. Natürlich alkoholfreies. Bin kein Alkoholiker. Also, spart euch die Kommentare. Jetzt laufen wir diesen komischen dollarförmigen Laternen herum. Nur leider sehe ich nicht viel, weil die Kamera so doof ist. Und hier gibt es aber ganz schön viele Flaschen. Oh. Ach so, da muss ich ja sowieso runter. Oh, aber wenn man wenig was runter, kommt man einfach an Versuche ran. Das ist ja das Gute. Ich bin so sauer, weil ich schon wieder hier beim Poker verloren habe. Deswegen verwüste ich hier einfach mal alles. Hier gibt es ganz schön viele Flaschen, muss ich ehrlich sagen. Das ist ein bisschen zu viel des Guten. Na gut, den Hechtsprung muss ich ja nicht zwangsweise machen, aber ich fühle mich ja so cool, deswegen muss ich das hier auch machen. Den Pokertisch können wir leider nicht zerstören. Wie schade.
wenigstens die ganzen Automaten mit dem Hundeknochen obendrauf. Ja, kann sich Maro eine Scheibe abschneiden. Jetzt könnte er nämlich dadurch erfahren, wie man wirklich ziemlich schnell an Goldmünzen rankommt. Au. Herz, ich glaube, dass man das da oben auch zerstören kann. Ja, das bringt nochmal eine Menge Geld rein. Und Checkpoint. Hau ab, du blöder Dalmatiner. Gibt's hier noch irgendwo eine Flasche? Denn es wäre schon schön, wenn ich alle 40 hier finden würde. Aber ich wette doch sowieso, dass ich da welche übersehen habe. Denn wenn so viele Flaschen im Level sind, dann kann man ziemlich schnell welche übersehen. Oh, diese Plattformen sind nervig. Da muss man nämlich in den ganzen Senkungen da drin stehen. Kann man da drüber? Ich glaube mal eher nicht. Mutter, geht das? Ich würde mal sagen, nein. Dann opfere ich eben einen Glücksbringer. Ein Versuch war es wenigstens wert. Ich will spielen! Oh je. Ganz ehrlich, ich gebe es offen zu, ich kann überhaupt kein Poker spielen. Viele lachen mich zwar aus, aber ich habe noch nie Poker gespielt und ich check's einfach nicht. Obwohl das offenbar leicht sein soll, auch wenn man da ziemlich schnell verlieren kann, weil es ja oft um alles oder nichts geht. Je nachdem, wo man das spielt. Und logisch, dass man ausgerechnet da hochklettern kann. Bei den ganzen anderen Plattformen wie die hier geht das nicht. Und mich stört natürlich ein bisschen die Kameraperspektive, da man hier nicht sonderlich viel sehen kann. Aua! Der bemerkt mich ja schon, wenn ich ziemlich nah an ihn dran bin. Aber das ist ja egal. Hier kann man auch wieder einiges übersehen. Aber das sieht ja eigentlich gerade ganz gut aus. Ich glaube schon, dass wir alle Flaschen finden, wenn wir uns jetzt anstrengen. Denn ein bisschen geht halt der Level noch. Aber wir sollen uns nicht täuschen lassen. Da sehe ich noch 3 Flaschen. Oh. Und ich fürchte, dass ich wohl doch Flaschen übersehen habe. Na. In. Oh, da ist noch eine. Aber jetzt habe ich wirklich welche übersehen. Ich sehe nämlich keine mehr. Ich kann mich ja mal umschauen, ob ich hier noch irgendwo Flaschen sehe. Nö. Ich sehe nichts. Wie schade. Oh, ich weiß, was zu tun ist. Ich muss auf diesen Schlüsselplattform landen. Das ist eigentlich ganz einfach. Oh oh. Mist. Du gehörst mir. Komm her! Der 4. Schatzschlüssel in dieser Welt. Und das war so ziemlich der längste Level in dieser Welt. Und jetzt können wir in den nächsten Bereich vorschreiten. Aber dazu schließen wir jetzt erstmal hier das Auto auf, damit es davon sausen kann. Und los geht's. Wer hat das Auto so komisch geparkt eigentlich? Frage ich mich. Soll das eine Parkkralle sein? Oh, hochgefährlich. Sehr, sehr, sehr gefährlich. Das haben die ganzen Wachen nämlich bemerkt. Und das Fahrzeug fährt immer noch. Komisch. Jetzt wären wir im nächsten Bereich. Natürlich sollen wir uns auch hier nicht erwischen lassen von den ganzen Heidis. Doch, da wären wir. Kannst du dir die Visage ansehen? Mach ich. Und es ist unglaublich faszinierend. Hä? Mein Röntgenscanner zeigt an, dass in dem riesigen Kopf ein geheimer Aufzug zu Buckshots Penthouse versteckt ist. Und wie kommen wir rein? Hinter dieser Wand ist ein Hebel, mit dem man den Aufzug ruft. Aber du brauchst alle 7 Schlüssel, um sie zu öffnen. Alles klar. Ich sehe, wir haben hier noch 3 Level vor uns. Bei der ich bezweifle, dass das wieder einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Also den Mugshot, den können wir diesen Paradox wahrscheinlich nicht mehr machen. Psst.
bin dir! Tango für zwei? Können wir jetzt tanzen gehen? Ah, das ist so ein Level. Da werden wir wieder von Carmelita verfolgt. Aber dazu müssen wir jetzt erstmal aufs Dach hochklettern. Aber diesen Level mag ich irgendwie. Ich weiß nicht warum. Oh je. Komm her. Du Heini. Gibt's hier Flaschen? Oh, 30 Stück, ganze. Aber hier kann man ja eigentlich nicht viel übersehen. Sieh an, wer mir da vor die Flinte läuft, Sly Cooper. Höchste Zeit, dass du auftauchst, Miss Fox. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Hab gedacht, du hättest dich irgendwo in Paris verirrt. Der Einzige, der hier irrt, bist du, Sly. Ich rate dir aufzugeben, bevor ich dich mit meiner Freundin, der Schockpistole, außer Gefecht setze. Eine Frau, deren beste Freundin ein Revolver ist, hat ein Problem. Ein kleines Dinner, ein bisschen tanzen. Ich glaube, ich kann dir helfen. Klingt romantisch. Wenn dir die Gefängniskosten nichts ausmachen. Bah, ich hab gehört, der Service sei lausig. Wenn ich dich habe, kannst du es selbst testen. Nicht erwischen lassen! Das ist das Gebot hier. Aber die kriegt mich doch eh nicht. Denn ihre Pistole ist so langsam. Im Gegensatz zu den nächsten Teilen. Aber dieser Soundtrack macht Laune. Bei sowas. Sehr schön. Lass dich bloß nicht von Carmelita erwischen. Sie mag zwar aus deiner Sicht heiß aussehen, aber... Lass dich nicht täuschen, Sly Cooper. Schnell. Och, Sly, du sollst schon weiter und nicht auf derselben Plattform nochmal landen. Nö, da ist nix. Aber ich hoffe mal nicht, dass irgendwas im Abgrund versteckt ist. Das wäre nämlich ziemlich lame. Den Schornstein kann ich nicht zerstören, so wie es aussieht. Aber die Antennen kann ich zerstören. Die Antennen bringen euch doch eh nichts. Es gibt ja eh kein analoges Antennenfernsehen mehr. Schon seit 6 Jahren nicht mehr. Also wofür habt ihr die Dinger noch auf dem Dach stehen? Die kann man ja ruhig kaputt machen. Und aufwärts. Oh. Einfach mal die ganze Wäsche runterwerfen. Sehr höflich. Du bist echt unverbesserlich, Sly. Wenn du schon Wäsche runterschmeißt, die vielleicht ziemlich teuer gewesen sein könnte. Oh, das war knapp. Ausnahmsweise mal. Oh mein Gott. Ich habe die Wäscheleine kaputt gemacht. Ich Idiot. Oh, ich weiß, dass er gleich eine ziemlich doofe Stelle ist. Ach ja, früher habe ich mal gedacht, dass man... da an diesen Leuchtreklame hinaufklettern kann. Das stimmt aber nicht. Sorry. Was sagt die? Ich höre sie nicht mehr. Schön verwüsten hier die Bude des Premier. Glaubt mich mal, dass es so ist. Aber wenn ihr schon Dalmatiner mich mit Karten bewirft. Oh. Bloß nicht von den Hunden erwischen lassen. Sie sehen zwar süß aus, aber trotzdem nicht erwischen lassen. Die sind nicht süß. Oh, wir haben schon alle Flaschen, sehe ich gerade. Wenn ich dieses Ding jetzt zerstöre. Ich glaube, ich sollte besser von oben aus da runterspringen, denn anders komme ich da nicht hin. Und... Heya! Vielen Dank. Gut, dass ich den Navajo-Code beherrsche. Versuche 532. Ich hoffe, ich bekomme was Anständiges dafür. Yay! Was gibt's da für uns? Phänomenal! Chris Coopers Sammelhechtsprungtechnik. Sammelhechtsprungtechnik. Die Erweiterung des bereits bekannten Hechtsprungkniffs. Hochspringen und in der Nähe von zerbrechlichen Objekten die Dreiecktaste drücken, schnell zerbrechen und einsammeln. Was das wohl für einen Unterschied macht? Wie kann er eigentlich so fette Visitenkarten mit sich rumtragen? Vor allem so viele. Irgendwie verstehe ich das ja nicht. Vor allem das Ding ist doch bestimmt aus Plastik. Aber das soll uns nicht stören. Oh, da ist sie ja wieder. Und sie zersplittert die ganzen Scheiben hier. Das wird teuer, Carmelita. Das wird teuer. Das wird sehr teuer. Sieh also zu, dass du...
So läuft's, Sly. Sie ist zwar zu blöd zum Zielen, aber das kann sich schnell ändern. Die letzte Passage ist ja relativ einfach machbar. Außer wenn Sly keinen Bock hat, wieder irgendwelche Objekte hochzuklettern. Das habe ich ja auch manchmal, wie ihr schon gemerkt habt. Eieiei, die Stelle hasse ich. Da bin ich schon öfters runtergefallen. Das weiß ich noch ganz genau. Und wir haben es geschafft. Ja klar, und ausgerechnet das... Und ausgerechnet der Schlüssel ist schwer rauszuholen. Irgendwie unlogisch, hm? Freut mich, Sly, dass es dir gefällt. Aber wir haben noch zwei Level vor uns, bevor wir Max Schott herausfordern können. Und da möchte ich keine Faxen von dir sehen, Sly. Hast du gehört? Und ich glaube, dass es hier irgend so ein Level gibt, bei dem man Hühner fangen muss. Ich weiß nicht, ob es hier war. Aber muss nicht sein. Seitengassen-Coup. Den Level mag ich nicht. Hier muss man so seitwärts laufen und da sieht man oft nicht, was vor einem ist. Aber eigentlich ist das ja kein Problem, aber der Level kann ein bisschen nervig sein. Aber es ist eher so wie ein typisches Crash Bandicoot Level aufgebaut, finde ich. Also diese seitwärts Level da. Das war schon mal der falsche Weg. Hier geht's nämlich lang. Ich mag irgendwie Stadtlevel, aber das hier mag ich irgendwie nicht so gern. Oh nein! Die Flaschen sollst du schon mitnehmen, Sly. Oh, da hängt aber ganz schön viel Wäsche da hinten. Dachtest du aber, du kannst mich mit deinem... Oh, das war mies. Wenn ich da nämlich nicht rechtzeitig gehauen hätte, hätte ich nämlich die Flasche nicht mal bekommen. Da geht's nicht weiter. Oh. Die Scheinwerfer sind das große Problem der Level. Ehrlich. Wenn die euch entdecken, dann wird es schwierig, überhaupt noch so eine Sirene zu finden. Denn die befinden sich oft an ziemlich miesen Stellen in diesem Level. Wie schön. Ich überspringe ja einfach mal die ganzen Hundewelpen da unten. Okay, das Geld nehme ich noch spaßeshalber mit. Da unten ist, glaube ich, auch was, oder? Oh, Mist. Das war mein großer Fehler. Ich hätte mich verdeckt fortbewegen sollen, aber ich, Idiot, habe das nicht gemacht. Komm, unlogisch, dass ich da nicht rausspringen kann aus dem Bereich. Ich verstehe das irgendwie nicht. Nein! Du wolltest doch nicht echt ernsthaft da runterspringen, oder? Oh. Ich hatte ja noch einen Glücksbringer, aber jetzt ist Ruhe hier. Schön. 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 Wie bewegen sich die Flaschen da eigentlich, wenn sich das Teil noch nicht mal bewegt? Ich verstehe den Sinn nicht. Weg mit Max Schotts hässlicher Fratze auf dieser Werbereklame. Oh, das ist auch schwer. Da muss man auch ziemlich fix sein. Und ich glaube nicht, dass das vorgesehen war, dass ich hier hoch kann. Oder? Ich glaube, da musste man schon irgendwie anders hochkommen. Tatsache, aber hier unten sind ja noch Flaschen, deswegen sollte ich noch einmal zurückgehen. Nein! Lol, dass ich gerade selber umgebracht, habt ihr gesehen? Ist ziemlich nervig, wenn man hier tot geht. Denn die Checkpoints sind nicht gerade am besten platziert. Nein! Sly, du Heini. Uah, übersprungen. Halt die Klappe. Ach, da kann man sich dranhängen, aber ich weiß gar nicht, was das bringen soll. Oh. Nein, ich muss ja trotzdem noch darunter, denn ich habe ja dort die Flasche nicht aus dem Safe geholt. Was? Ich habe den doch gehauen. Das habt ihr doch gesehen. Das gibt's doch nicht. Hä? Also das ist Betrug. Das habt ihr gesehen. Ich hab den gehauen. Wie soll ich denn das sonst machen?
Oh oh. Wow, schön übersprungen. Und jetzt strenge ich mich mal ein bisschen mehr an. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtiger. Eigentlich springt er hier zum Teil etwas von alleine. Na, endlich! Jetzt ist er weg! Noch 3 Flaschen. Ja, der war ja kein Problem für mich. Sag jetzt bitte nicht, ich habe irgendwo eine Flasche vergessen. Oh nein. Oh oh. Was ist mit der... Ach, da ist die letzte Flasche, aber was war gerade mit der Kamera los? Oh, dann hole ich mir noch schnell das Zeug aus dem Safe raus. Habe ich doch, Bentley, du Idiot. Und ich dachte, du wärst schlau. 5, 6, 5. Komm schon. Und was springt für uns dabei raus? Oh. Oh, Münzmagnettechnik. Damit können wir sozusagen die ganzen Münzen anziehen. So fällt es uns etwas einfacher, die Münzen einzusammeln. Auch nicht schlecht. So, es ist brav, Sly. Na dann müssen wir jetzt nur noch uns den Schatzschlüssel da unten holen. Und los! Dann bleibt uns nur noch ein Level. Das können wir ja auch noch schnell machen, aber das mit Mugshot machen wir schon im nächsten Part, das kann ich euch gleich sagen. Und der Kampf ist eigentlich relativ witzig. Aber freut euch schon mal darauf. Okay? Die Frage ist nur, wie... Da war doch noch ein anderer Level. Ach, da hinten, stimmt. Aber da komme ich anders hin, da muss ich da unten nämlich... auf die Matratze springen. Yay. Da unten kann man übrigens nicht rein. Man kann da zwar reinlaufen, aber dann ist eine Sackgasse. Bis nach ganz oben. Oh nein. Der Level ist ein bisschen verwirrend, finde ich. Da muss man sich ein bisschen konzentrieren hier. Vor allem die Autos fallen runter. Habt ihr gesehen? Wunderschöner Aufprall. Ich liebe es. Aber dieser Level ist ein bisschen verwirrend, finde ich. Und auch ein bisschen frustrierend. Hier, der Level ist nämlich ein bisschen offener, wie ihr merkt. Aber hier kann man so schön viel Geld sammeln. Wie habe ich die Flasche bitte übersehen? Aber wie findet ihr die Welt? Also ich finde die Welt eigentlich schon cool. Ich mag irgendwie Stadtwelten. Konnte ich aber sehr wohl rauf, Bentley, weil ich das nämlich eben schon längst gemacht habe. Oh, ich weiß mal, wo wir sind. Wir sind hier sozusagen auf dem Haus oben, das wir schon in der Overworld gesehen haben. Das sollte zumindest so darstellen. Hier oben können wir nämlich ein bisschen Unfug treiben. Und ich habe da Flaschen gesehen. Die hole ich mir am besten jetzt schon. Erwischt. Aber hier kann man so viel kaputt machen. Das ist das, was ich mag. Aber hier gibt es ja auch ganz schön viele Flaschen. Deswegen sollte man sich hier genauestens umschauen. Da unten waren wir ja ganz am Anfang. Deswegen brauche ich da jetzt nicht unbedingt runterspringen. Ich frage mich, wie in leeren Kästen eigentlich Münzen drin sein können. Natürlich noch die ganzen Autos runterwerfen, bevor die Flaschen weg sind. Und tschüss. Die armen Hunde, hört ihr das? Erwischt. Oh, da hinten sind ja noch mehr Flaschen. Sag mal, wie groß ist denn das Gebiet? Aber das kaputt machen, das lockert das Ganze hier auf. Und wir haben wieder einen goldenen Glücksbringer. Das heißt, wir haben wieder 2 Leben. Ich glaube, hier gibt es jetzt nichts mehr großartig zu holen, oder? Na gut, das Schild kann ich ja spaßeshalber kaputt machen, aber das bringt uns ja nur ein bisschen Kleingeld. Ah, ist natürlich blöd, dass ich
dieses Schild ein bisschen dreht. Wow, der war nicht schlecht. Oh, da hinten sind Flaschen, Sly. Holst du sie dir bitte noch? Gut gemacht. Da hinten könnte auch noch was versteckt sein, oder? Nö, da kommt man ja gar nicht hin so einfach. Aber ich sehe da eh keine Flaschen. Och, Sly! Musst du die immer Funktürme umschmeißen? Dank dir funktioniert das Radio nicht mehr. Jetzt weiß ich, wer dafür verantwortlich ist. Du, der Funkmasten kaputt macht. Und noch mehr Flaschen zu kaputt machen. Ich will nicht wissen, was in den Flaschen drin war oder drin ist, beziehungsweise. Hier gibt es natürlich wieder mehr Flaschen zu holen. Den habe ich nicht gesehen. Und könnte sich die Kamera mal bitte benehmen? Sonst wird sie gefeuert. Ach stimmt, dann kann ich das Spiel ja leider nicht mehr spielen. Da oben ist gleich nicht. Da muss ich nämlich abspringen, während ein Turm umkippt. Ansonsten darf ich den ganzen Weg nochmal laufen. Und dann geht der ganze Spaß hier entlang. Wohl bist du eher du gleich Hackfleisch. Mugshot. Sly ist nicht dumm. Noch 11 Flaschen. Ich sehe auch nicht, wo ich hier noch was übersehen haben sollte. Nö, alles aufgeräumt. Oh, das wird gemein. Hier muss ich rechtzeitig abspringen. Sonst zieht es mich da wieder mit zurück. Und das möchten wir nicht. Oh, der mit seinen blöden Spielkarten. Da geht langsam auf den Sack. Da geht's gleich weiter. Oh, da ist der Safe. Au. Sly, du kannst Saves nicht mit deiner Stange zerstören. Na, die Tonnen kann man nicht zerstören, aber man kann sie rumkicken. Und tschüss. Und die Jung. Die armen Hunde. Sind wir jetzt endlich gleich mal am Ziel, aber wo habe ich denn da bitte Flaschen übersehen? Und los. Sly, sag mal, beherrsch dich. Ich habe echt einige Flaschen übersehen, aber die suche ich jetzt nicht mehr. Das kann ich ein anderes Mal machen oder aufs Screen. Aber jetzt haben wir diesen Level geschafft. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir Mugshot 1 auf die Mütze geben. Wenn euch drauf freut, dann zeigt es mit einem Like und einem Abo und wenn es mit euren Freunden teilt. In diesem Sinne, ciao.